Die Tulpe wird oft als das Symbol der Niederlande gesehen. Die Blumenzwiebeln nehmen deshalb einen wichtigen Stellenwert als finanzielles und emotionelles Exportprodukt ein. 1949 wurde in Lisse die erste Blumenausstellung in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Blumenzwiebelzüchtern organisiert. Mittlerweile ist diese Ausstellung zum Keukenhof herangewachsen. Seit der Gründung hat eine zweistellige Millionenzahl an Menschen aus der ganzen Welt den Keukenhof besucht. Und jedes Jahr wird der Keukenhof wieder großartiger und beeindruckender. Es ist der größte Blumenzwiebelgarten der Welt. 32 Hektar Erdboden, auf dem 7 Millionen Blumenzwiebeln zu bewundern sind, die alle einzeln mit der Hand gepflanzt wurden. 4,5 von den 7 Millionen Blumenzwiebeln sind Tulpen in 100 Variationen. Im Laufe der Jahrhunderte haben die niederländischen Blumenzwiebelzüchter immer wieder neue Farben und Formen gezüchtet. Und noch immer kommen jedes Jahr neue Variationen hinzu. Die Farbpalette übersteigt jegliche Fantasie und auch die Formen sind von sonderbarer Schönheit. Die niederländische Landschaft ändert sich während der Tulpensaison an vielen Orten auffallend. Blumenzwiebeln züchten ist ein Metier, das harte Arbeit, viel Hingabe, Leidenschaft und Kenntnis verlangt und oft von Generation auf Generation übertragen wird. Es ist auch ein Beruf voller kreativer und innovativer Möglichkeiten. Während der Blütezeit heißt es deshalb, alle müssen ran und alle sind auf dem Land im Einsatz, um die Reinheit der Tulpe genau zu bewachen, zu kontrollieren und wenn nötig zu korrigieren. Die Leidenschaft, mit der die niederländischen Blumenzwiebelzüchter das Symbol der Niederlande am Leben erhalten, findet im Keukenhof eine wundervolle Abspiegelung. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für die Exportwirtschaft. Der Keukenhof bildet sozusagen die Modeshow aller Kreationen. Eine Show, die einen unauslöslichen Eindruck hinterlässt und bei der Farbe, Geruch und Form die Sinne reizen.